Hey. Was? Schatz. Mach die Bluse zu, du erkältest dich noch. Nimm dir auch etwas Zeit für deine Frau. Du hast die Kellnerin angestarrt, den ganzen Abend lang. Von wem redest du, Stacy? Du erinnerst dich sogar an ihren Namen, wie süß. Ich habe nur geflirtet, ganz normal. Nicht mehr. Nach 20 Jahren Ehe möchte ich mich manchmal einfach noch mal wie ein Mann fühlen, okay? Laden wir auch einen Mann ein ins Schlafzimmer? Ich will mich auch mal wie eine Frau fühlen. Pass lieber auf, was du dir wünschst, Darling. Wer zur Hölle bist du? Ich kann alles erklären. Ja. Sir? Ma'am? Ich bin Gary. Willkommen, Gary. Honey, erinnerst du dich an Gary? Gary ist der Sohn von meinem Freund Bill. Er bat uns, ihn ein paar Tage bei uns aufzunehmen. Sorry, ich habe vergessen, dich vorzuwarnen. Ja, Sir, der Schlüssel war unter der Matte, ganz wie Sie sagten. Kein Grund, schüchtern zu sein, Gary. Hier, mach's dir einfach gemütlich, wie zu Hause. Er ist definitiv nicht schüchtern. Gary, hast du 50 Dollar? Ja, aber wieso? Ich wette mit dir, dass Sylvia sich zum Essen schick machen wird. Wieso denken Sie das? Naja, wir hatten einen Streit und sie wird nun ihre Rache nehmen, mich eifersüchtig machen. Also Gary, bist du dabei? Ich denke nicht, dass Ihre Frau... Komm schon, Gary, wir wetten darum. Na los, komm schon. Ich wusste es. Wusste was? Ich habe gerade 50 Dollar gewonnen. Ich habe gewettet, dass du aufgestylt zum Essen kommen wirst. Wie eine Vogelscheuche. Sie sehen gut aus, Ma'am. Danke, Gary. Junge, du hast vergessen zu sagen, für das Alter. Nein, nein. Mrs. Clark stellt die meisten 20-Jährigen in den Schatten. Oh ja, wenn du sie so sehr magst, bitte, küss sie doch direkt. Ich hab nichts dagegen, wirklich. Ich gebe dir sogar deine 50 Dollar zurück. Das Essen ist vorbei. Siehst du? Krieg ich mal bitte den Wein? Danke. Mrs. Clark, brauchen Sie Hilfe? Ehrlich gesagt, ja, ich will wirklich aufstehen. Aber ich kann es nicht. Ja, schon okay, Mrs. Clark. Soll ich Mr. Clark rufen? Bist du verrückt? Er braucht seine 8 Stunden Schlaf. Okay, gut. Gut, Dude, ja. Ich helfe Ihnen. Ja, ja. Halten Sie sich an mir fest, ja? Greifen Sie zu. Festhalten, ja? Ja. Findest du mich wirklich schön? Aber natürlich, Mrs. Clark. Mrs. Clark, ich kann nicht. Männer, ihr seid doch alle gleich.
Wo ist Gary? Hat uns was geschrieben, dass er in ein Motel geht. Ich habe wohl ein bisschen übertrieben. Mein Humor hat ihn wohl gekränkt. Ja, sieht so aus. Dir ist aber klar, dass das nur Witze waren, oder? Du weißt, dass ich dich liebe. Ich bin spät dran. Bis dann, Leute. Oh. Hi. Hi, hör zu. Ich schäme mich so für letzte Nacht. Wenn du hier bist, für eine Entschuldigung. Ich kam, um mich zu entschuldigen. Oh, nimm die weg, bevor jemand sie sieht. Ich bin doch verheiratet. Es ist nur ein Blumenstrauß. Tut mir leid mit dem Kuss. Was? Kuss? Gary, du hast alles richtig gemacht. Hast du Hunger? Magst du Burger? Ich kenne da was. Gary, ich bin doppelt so alt wie du. Na und? Also, gehe ich. Oh, okay. Mrs. Clark. Dann kann ich sie fahren. Okay. Bloß eine Fahrt. Ja, bloß eine Fahrt. Wie eine Frau, die 20 Jahre älter ist. Hey. Nur ich kann das sagen. Verstanden? Stopp. Stacy. So eine Schlampe. Bring mich hier weg. Sind wir? Ich komme hierher, wenn es mir dreckig geht. Er hat nicht mal geschrieben. Ihm ist egal, wo ich bin. Haben Sie mal an Scheidung gedacht? Du weißt nicht, wovon du da redest. Nein, sie wissen nicht, wovon sie da reden. Komm schon. Du bist 20 Jahre alt. Du findest ein Mädchen auf einer Party in 5 Minuten. Oder vielleicht habe ich das bereits. Es ist nie zu spät, von vorn anzufangen. In deinem Alter ist das einfach. Hey, bring mich nicht zum Schweigen. Ja, kommen Sie, tanzen wir. Das macht Spaß. Ja. Okay. Kommen Sie schon. Du wolltest es ja so. Kommen Sie schon, kommen Sie. Okay, kommen Sie mit mir. Los. Ja. Als ich klein war, wollte ich zählen, wie viele Sterne es gibt. Schätzungsweise 200 Trilliarden. Siehst du, du lässt mich finden und fragen sein.
Du warst noch nicht geboren, Genie. Was passiert als nächstes? Nun, ich gehe nach Hause zu meinem Mann. Gehe duschen. Gehe ins Bett mit meinem Rücken zu ihm. Wie ich es getan habe, solange ich mich erinnere. Und das war's. Okay, aber du verstehst, dass ich dich morgen wiedersehen will? Und dann übermorgen. Und dann überübermorgen. Okay, Romeo. Sehen wir, wie lange das hält. Gary, schön, dass du mal vorbeischaust. Hör zu, tut mir leid, was passiert ist. Ich war ziemlich dämlich. Wie geht's Ihnen, Mr. Clark? Hast du was vergessen, oder? Nein, nein, ich bin nur hier also, um mich zu bedanken für die Gastfreundlichkeit. Wo ist Mrs. Clark? Keine Ahnung. Sie hat ihre Sachen gepackt. Meinte, sie würde mich verlassen und ging. Sie sagte, es wäre niemals zu spät, von vorne anzufangen oder irgendwie sowas. Willst du ein Weilchen reinkommen? Mir ist so langweilig. Hey, Gary! Hallo? Gary, ich bin's. Sylvia, ich wusste, du würdest anrufen. Wo bist du? Ich bin da in 5 Minuten. Ich bin im Flugzeug. Wir heben gleich ab. Wo wirst du hingehen? In ein neues Leben. Du hattest recht. Danke. Das wird schon alles. Ich bin sicher.